Hinter mir siehst du den wunderschönen Hümer Sydney. Ein kleines Wohnmobil mit den kompakten Ausmaßen 4,96 Meter Länge und 2,35 Meter Höhe. Ich bin mittlerweile seit knapp 2 Monaten und 4000 Kilometern stolzer Besitzer dieses Fahrzeugs. Hab schon so die eine oder andere Erfahrung gemacht. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, welche das waren, worauf du vor dem Kauf achten solltest und was das Auto zu bieten hat. Während wir ein paar Daten zum Hümer sehen, muss man erstmal deutlich sagen, dass dieses Wohnmobil, wenn überhaupt, mit den Alltagsbullis, also zum Beispiel VW Ocean, Coast, Westfalia Jules Verne, Marco Polo und so weiter zu vergleichen ist. Der Sydney ist natürlich ein Einsteigermodell. Für 3 Monate Dauercamping in Spanien ist er eher weniger konzipiert. Okay, wir werfen einen Blick ins Fahrzeug. An den Hecktüren ist der Ort, an dem der Campingtisch und die 2 Stühle wunderbar verstaut werden können. Die Halterung ist nur angebracht, wenn man dieses extra mitbucht. Durch den fehlenden Toilettenblock entsteht ein erstaunliches Raumgefühl. Der Küchenblock besteht aus einem Zweiflammen-Gaskocher mit 2,75 Kilogramm Gasflasche und einem großen Spülbecken. Leider hat Hümer auf eine elektrische Zündung der Gasflamme verzichtet. Hier haben wir ein kleines Spießer-Accessoire. Diese faltbare Abwaschwanne bekommt man für wenig Geld und verschont das Spülbecken vor unschönen Kratzern. Der Wasserdruck ist okay. Wie ihr seht, kann man den Wasserstrahl anpassen. Leider gibt es keinen Warmwasserboiler. Im Sommer wird der Wasserhahn zur Duschbrause. Der Ort der Außendusche zwischen den Hecktüren mit Zugriff auf die Schränke ist gut gewählt. Die Verarbeitung der Campingmöbel ist hochwertig. Echt praktisch ist die Ablage an den Stühlen. In manchen Situationen reicht das und man braucht den Tisch nicht aufbauen. Das Moskitonetz ist im Sommerurlaub natürlich unentbehrlich.
Ein weiteres Zubehör, das ich wärmstens empfehlen kann, ist die Heckisolierung. Damit bleibt die Temperatur im Kasten konstant. Für das hintere Fach habe ich mir eine Trenntoilette gebastelt. Mit der Lösung von Hymer, eine Chemietoilette unter der Rückbank, konnte ich mich nicht anfreunden. Meine Konstruktion lässt sich herausnehmen und an der Schiebetür platzieren, damit bei aufgebautem Heckbett eine Benutzung weiter möglich ist. Außerdem dient sie mir dort praktischerweise als Einstiegshilfe für das Bett. Wer ein großes Bett, eine Dinette und Küche auf 4,96 will, der wird ums Basteln nicht herumkommen. Geübt dauert das hier 30 Sekunden. Unter den Elementen für das Bett befindet sich ein großer Stauraum, in dem zwei Decken mit Kissen Platz finden. Ich benutze das Heckbett nur, wenn ich alleine unterwegs bin oder wenn ich keinen ruhigen Schlafplatz gefunden habe. Für mich kein Problem, aber ist das Bett einmal aufgebaut, kommt man nicht mehr an das Wasser heran. Die beiden Matratzen sind viel zu hart. Deshalb habe ich mir einen 7 cm dicken Topper für das obere Bett nachbestellt. Der Topper besteht aus drei Teilen, wobei das große Teil auch exakt auf das untere Bett passt. Die Leiter findet trotz des Toppers während der Fahrt weiterhin im Aufstelldach Platz. Eine wirklich gute Erfindung ist dieser Schlauch, der die warme Luft aus dem Auslass direkt ins Aufstelldach führt und dort eine Übernachtung bei Minusgraden problemlos möglich macht. Um das Heckbett verdunkeln zu können, habe ich mir einen Vorhang bei einer netten Oma schneidern lassen.
Mit aufgestelltem Bett kann man seine Rübe auch mal wieder schön in den Nacken legen. Das Scenic 3766 bietet ein deutlich größeres Display als das von Werk verbaute Fiat Radio. Die Standheizung bedient man übrigens hier links neben dem Lenkrad. Für Urlaube, Wochenendtrips und im Alltag kann dieses kompakte Wohnmobil ideal sein. Natürlich gibt es auch Nachteile. Die fehlende Stehhöhe und der fehlende Warmwasserboiler sind klar zu nennen. Und eines ist auch klar: In diesem Fahrzeug kann man nur das Nötigste mitnehmen. Der Stauraum ist ausreichend, aber begrenzt. An dem Bedienpanel kann man die Starterbatterie, die Aufbaubatterie und den Füllstand des Grauwassertanks überprüfen. Kennst du das? Du willst das erledigen und denkst dir, das kannst du auch nächste Woche machen und auf einmal ist Winter. So ungefähr ist das mit meinem YouTube-Video passiert. Zwei, drei Sachen wurden auch noch vergessen zu filmen und die zeige ich dir jetzt.
Hecktür, die Schiebetür und die Tür des Fahrers sollte man nachträglich sichern. In voller Montur lagere ich hinten 4 Bettteile und Topper für das untere Bett. Bei der Variante des Längs-Einzelbetts muss man nur 2 Bettteile mitnehmen. Mit allen Elementen wird der Schlafplatz nochmal vergrößert. Der Stauraum für die Bettdecken ist einfach zugänglich. Das Wasser fülle ich meistens mit einem faltbaren Wasserkanister von innen auf. Ich hoffe, du konntest ein paar gute Eindrücke gewinnen. Guck dir den Sydney im Praxistest an, indem du mich auf meinen Reisen begleitest.